Uns alle jetzt Festplatten sicher verschlüsseln, Tresor. Hier ist Thilo, ganz herzlich willkommen. Ja, hallo, mein Name ist Thilo Müller. Erstmal bitte entschuldigen Sie, dass das jetzt verzogen ist, das Bild, aber das haben wir gerade nicht besser hinbekommen. Ich habe in Aachen studiert, Informatik, bin dann nach Erlangen gegangen, um jetzt bei Professor Freiling am Lehrstuhl zu promovieren, bin der Assistent. Und der Lehrstuhl dort wurde Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres neu gegründet, ist also noch ganz neu. Und da haben wir zusammen Tresor entwickelt. Tresor ist ein System, um Festplatten sicherer zu verschlüsseln als das bisherige, gängige Festplattenverschlüsselung wie DMCrypt, wie BitLocker und so weiter machen. Wir gehen da nicht auf Krypto ein oder so, wir machen auch ganz normal, ist das besser mit dem Licht? Nee. Wir machen auf jeden Fall auch ganz normal AES. Das, was wir sicherer machen, ist gegen bestimmte Seitenkanalangriffe, die ich jetzt im ersten Kapitel, das Angreifermodell, nochmal genau erläutern will. Warum meinen wir überhaupt sicherer zu sein als andere Festplattenverschlüsselungen? Was genau ist das Szenario, gegen das wir uns versuchen zu schützen? Erstmal ganz allgemein, Festplattenverschlüsselung, alle gängigen, wie gesagt, BitLocker unter Windows, FileVault unter macOS und DMCrypt unter Linux oder das plattformübergreifende TrueCrypt, die basieren alle darauf, dass der Key, der zum Entschlüsseln der Festplatte ja nötig ist, der muss ja irgendwo vorhanden sein, der liegt eigentlich im RAM bei allen vorhandenen Festplattenverschlüsselungssystemen. Und so Festplattenverschlüsselungssysteme, die sind ja eigentlich dafür da, halt gegen physische Angriffe auch zu sichern. Also gegen Remote-Angriffe, wie Spionagesoftware, Remote-Zugriff und so weiter. Da hilft Festplattenverschlüsselung nicht, sondern Festplattenverschlüsselung ist ja ganz klar für den Fall da, dass wenn ich die Festplatte verliere oder jemand anderes meinen Laptop in die Hand bekommt, dass dann meine Daten noch sicher sind. Und wenn der Key im RAM ist, werden wir gleich zeigen, dass das halt nicht immer gegeben ist. Wir werden eben zeigen, wie unten steht, dass der Hauptspeicher im Moment kein sicherer Ort zum Ablegen des Keys ist, unter bestimmten Voraussetzungen. Und der bekannteste dieser Angriffe gegen Hauptspeicher in den letzten Jahren waren halt die Coldboot-Angriffe, die auf der Usenix 2008 vorgestellt wurden von Haldermann und seinen Kollegen. Die meisten hier werden sie wahrscheinlich ganz gut kennen, die Coldboot-Angriffe. Ich werde es trotzdem nur kurz erläutern. Also es geht im Prinzip um die Datenremanenz von so RAM-Modulen, die da heißt, dass man auch ohne Strom die RAM-Module noch bis zu 30 Sekunden auslesen kann. Also wenn ich bei meinem Computer kurz Strom ausmache, Neuboot zum Beispiel, dann verlieren die RAM-Module nicht direkt die Daten, sondern die sind danach auch noch auszulesen. Man kann das sogar noch verzögern bis zu einigen Minuten, indem man die kühlt mit einem besonderen Spray. Der Angriff ist jetzt halt so, dass ich den Computer, der gerade die Festplatte am Ver- oder entschlüsselt ist und deswegen den Key im RAM hat, neu starte. Mit irgendeinem kleinen Betriebssystem, das nichts anderes tut, als den RAM zu dumpen, also den RAM auszulesen und nachher nach dem Key sucht. Genau das haben halt vor 3 Jahren Haldermann und die anderen gemacht und auf der Usenix vorgestellt. Sie konnten sowohl bei BitLocker als auch bei DMCrypt, auch bei anderen Verschlüsselungssystemen den Key wirklich wiederherstellen. Die haben dafür ein kleines Tool geschrieben, AES KeyFind, das basiert darauf, dass man den Key Schedule im RAM sucht. Der hat ja eine bestimmte Struktur im Gegensatz zum Key. Ein Key ist ja einfach nur eine zufällige Folge von Bits. Deswegen haben die sich um AES Key Schedule verlassen. Gut, also Schlüssel sind im RAM auslesbar mit diesem Angriff. Weitere Angriffe sind DMA-Angriffe, wie über die Firewire-Schnittstelle. Wurde von Dornseif vor etlichen Jahren schon mal vorgestellt. Da hat er mit einem iPod, konnte er RAM-Inhalte lesen, aber auch manipulieren. Wenn man in System-Mode schreiben kann, wird es noch komplizierter, da sich vorzuschützen. Aber was ich hier jetzt hauptsächlich zeigen will, ist, RAM ist halt aus mehreren Gründen unsicher. Und zwar bis Windows 7 zum Beispiel noch, also auch in Windows 7 funktioniert diese Firewire-Attacke, dass ich einfach einen Firewire-Anschluss, einen böswilligen in den Computer stecke und per DMA kritische Daten ziehe. Das funktioniert halt immer noch. Unter Linux wurde das mittlerweile gepatcht. Das ist treiberabhängig, aber unter Windows eben nicht. Und das Ganze ist halt nicht nur Firewire beschränkt, sondern kann man sich vorstellen, auch mit ExpressCard
ist ja im Prinzip alles eine PCI-Implementierung, halt nur per Plug and Play. Und vielleicht auch Thunderbolt. Ist auch noch nicht ganz klar, ob das da funktioniert. Okay, Angriffsszenarien. Das heißt, wie kann ich das jetzt ausnutzen, in welchen Fällen? Einmal habe ich gesagt, Festplattenverschlüsselung ist gerade für physische Zugriffe, beide Angriffe, sowohl der DMA-Angriff mit dem Firewire als auch der Cold-Boot-Angriff brauchen physischen Zugriff auf den Rechner. Ist aber keine Einschränkung, weil Festplattenverschlüsselung ist offensichtlich eigentlich gegen physischen Zugriff gedacht. Die andere Einschränkung ist aber schon eine, nämlich in beiden Angriffen muss der Rechner laufen. Das heißt, wenn ich mein Computer, mein Laptop ausmache, runterfahre, mindestens 30 Sekunden in Ruhe lasse, bis der RAM wirklich leer ist, dann passiert auch nichts, wenn er geklaut wird. Allerdings gibt es zwei wichtige Szenarien, in denen der Laptop halt dennoch läuft oder zumindest in Standby ist. Zum Beispiel, also ich bin einer, ich mache immer meinen Laptop, ich mache den ungern aus, ich mache den auf Standby. Und in dem Fall, im Standby, sind die auch noch angreifbar, die Rechner. Und wenn man so einen Rechner verliert, am Flughafen oder am Bahnhof oder wo auch immer, dann kann halt durch die Cold-Boot-Attacke zum Beispiel der Key ausgelesen werden. Dasselbe gilt für große Server. Zum Beispiel für Anonymisierungsdienste wie Tor und Anon wird ja öfter mal eine Durchsuchung, eine Beschlagnahmung veranlasst. In den Fällen laufen die Teile in den meisten Fällen auch. Und die Polizei könnte durch eine Cold-Boot-Attacke oder durch eine DMA-Attacke den RAM auslesen. Den Key muss man ja meistens nicht rausgeben, aber die Polizei können ja selber rausfinden. Das heißt, wenn man so einstellt mit unserem System, was gleich kommt, könnte man halt so machen, dass die Polizei nicht gehen können oder der Verbrecher bei Laptops. Das war das Angriffsszenario, also RAM als Speicher für Keys ist definitiv unsicher, wegen mehreren Angriffen. Und jetzt wollen wir kurz zwei Lösungen anschneiden, das ist einmal die hardwarebasierte Festplattenverschlüsselung, dann noch Frozen Cache, was letztes Jahr von Jürgen Pabel hier vorgestellt wurde. Und im Endeffekt kommen wir dann auf Tresor, das ist das System, was von uns entwickelt wurde. Also, kurzer Überblick, was es für Lösungen gibt. Also die Grundidee hinter allen Lösungen ist eben, den Key aus dem RAM wegzubewegen und irgendwo anders hinzutun. Ja, jetzt die Hardware-Festplattenverschlüsselung, die macht es so, die tut den Key direkt in die Festplatte selber. Natürlich nicht da, wo es jeder auslesen kann, sondern ein extra Kryptomodul. Frozen Cache, wie der Name vermuten lässt, tut es halt schon näher zur CPU, in den Cache die Keys. Ja, und Tresor schließlich tut es direkt in die CPU die Keys, und zwar in die Register. Auf die einzelnen drei Lösungen will ich kurz im Einzelnen eingehen. Einmal die festplattenbasierte Verschlüsselung, hardwarebasierte Festplattenverschlüsselung wird jetzt immer häufiger unterstützt. Da wird der Key halt, das ist dann so eine Zusammenarbeit zwischen der Festplatte und dem BIOS, da wird beim Starten, muss man ein Passwort eingeben im BIOS, das wird dann an die Festplatte weitergeleitet, dort gespeichert und ist dann in dieser Festplatte. Also das ist auch transparent fürs Betriebssystem. Die Festplattenverschlüsselung geschieht direkt durch ein Kryptochip auf der Festplatte und die Schlüsselverwaltung ist auch auf der Festplatte. Ist im Prinzip sicher, ist aber halt eine Hardwarelösung. Wir wollen uns hier mal auf Softwarelösungen beschränken, weil die sind konfigurierbar, offen, sind direkt verteilbar, kostengünstiger. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Lösung gegen diese Attacken. Das andere, was letztes Jahr hier vorgestellt wurde, sind die Frozen Cache Ansatz. Das ist der Ansatz, dass der Key im Cache der CPU neu ist. Eigentlich eine super Idee, ist auch im Gegensatz zu Tresor, wie wir gleich sehen, hat man den Vorteil, dass man sehr viel Platz hat im Cache, wir in einem Register haben sehr wenig Platz, macht also einen vielversprechenden Eindruck. Das Problem ist hier sehr ineffizient im Endeffekt, weil eigentlich wurde der Cache halt so von Intel entworfen, dass er halt transparent für den Programmierer ist. Normalerweise sollen Programmierer, auch der Systemprogrammierer, nicht selber am Cache rumfummeln, sondern das wird eigentlich automatisch alles gehandhabt. Und das ist sehr schwierig, da müsste man im Endeffekt den Cache ganz disablen. Also Jürgen Pabel weiß da genaueres, im Detail zu auf jeden Fall. Im Endeffekt ist es ineffizient. Und jetzt hatte ich gestern Abend nochmal ein nettes Gespräch mit ihm und er meinte auch, er hätte die Entwicklung jetzt erstmal eingestellt und zugunsten von Tresor dann halt aufgegeben. Jetzt Tresor selber. Die Idee bei Tresor ist, wir holen den Key in die Register und
führen den AES-Algorithmus derart aus, dass nie irgendwas ins RAM gelangt. Also es geht hier nicht nur um den Key, sondern auch jeder Zwischenzustand von AES. Zum Beispiel der offensichtlichste Fall wäre der Key Schedule, also AES basiert auf runden Keys. Auch diese runden Keys, die kommen auch alle niemals ins RAM, weil das wird die Kryptoanalyse natürlich erheblich vereinfachen, dass man da auf den richtigen Key kommt. Und wir gehen halt so weit, dass gar nichts ins RAM kommt. Also auch eine Zählervariable i, die über die Runden geht oder so. Da kann man sich jetzt überstreiten, ob das vielleicht zu paranoid ist, aber wir haben einfach gesagt, okay, einfach gar nichts ins RAM. Ja, das Ganze aus mehreren Gründen nicht im Userland möglich. Das werden wir gleich noch dann im Detail sehen im nächsten Kapitel. Weil wir müssen zum Beispiel die Register, in denen das gespeichert wird, der Key, müssen wir vor Context-Switching im Scheduling schützen. Das soll ja nicht zurück ins RAM geschrieben werden zu irgendeinem Zeitpunkt oder gar durch Swapping auf die Festplatte. Und beim Suspend-to-RAM soll es halt auch in der CPU bleiben. Normalerweise wird bei Suspend-to-RAM hier die CPU ausgeschaltet und alle Register ins RAM geschrieben. All sowas müssen wir halt verhindern und deswegen ist die Aufgabe nur im Kernel-Space möglich, nicht im Userland. Ja, und dann haben wir jetzt so ein Tresor-Kernel-Patch für Linux gemacht. Ist, haben wir ausprobiert, zu den Linux-Distributionen kompatibel und zu allen Verschlüsselungssystemen, die auf der Kernel-Crypto-API basieren. Das ist also DM-Crypt im Wesentlichen oder andere Frontends wie Crypt-Setup und Crypt-Mount. Aber im Endeffekt basieren die alle auf der Kernel-Crypto-API. Und ja, andere Sachen wie TrueCrypt, also so Drittanbieter, plattformübergreifende Lösungen, die unterstützen wir zurzeit nicht. Ja, jetzt wollen wir also im nächsten Kapitel darauf eingehen, wie Tresor etwas technischer funktioniert, bevor wir dann im letzten Kapitel nochmal zur Weiterentwicklung kommen, da unten Punkt 4, Trevisor. Also die Idee von Tresor, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich hatte einen ähnlichen Talk auch schon mal gehalten dieses Jahr. Und ich wollte auch nochmal was Neues präsentieren und deswegen Punkt 4 danach ist die Weiterentwicklung von Tresor. Da sind wir auch schon relativ weit, die hatte ich bis jetzt noch nicht präsentiert, das wäre dann heute auch zum ersten Mal. Ja, kommen wir aber trotzdem erstmal zum klassischen Tresor, wie wir es bis jetzt hatten. Also Tresor, ich hatte ja gesagt, Tresor speichert die Schlüssel in Registern. Die erste Frage ist, welche Register nehmt ihr denn da? Da gibt es nämlich mehrere Einschränkungen, die man beachten muss. Erstmal die Kompatibilität zu anderen Programmen. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich nehme irgendwie die General Purpose Registers, EAX oder EBX, weil die braucht ja jedes Programm. Ich müsste ja quasi die Register für den Key explizit reservieren, dass kein anderes Programm auf die Register zugreifen kann, als eben eine Verschlüsselung. Zweitens soll es auch gewisse Sicherheit im wir sind jetzt eigentlich gegen physische Angriffe, trotzdem möchte ich es ja nicht unsicherer machen als nötig. Das heißt, ich brauche auch eine gewisse Sicherheit gegen böse Nutzer, gegen Remote-Angriffe. Ich will den Key schützen und zwar so, dass er nur vom Kernel-Level zugreifbar ist, also nur von Ring 0. Und außerdem brauche ich für AES 256, brauche ich halt auch meine 256-Bit. Und alle diese Forderungen, die erfüllen halt die Debugging-Register. Die Debugging-Register werden vom Endverbraucher zumindest höchst selten benutzt. Klar, ein Reverse-Engineer oder andere Entwickler, aber selbst viele Entwickler nicht, die könnten es gebrauchen, aber der normale Otto-Normalverbraucher, der braucht halt keine Debugging-Register, deswegen Kompatibilität ist hier meistens gegeben. Sicherheit ist dadurch gegeben, dass Debugging-Register sind nur durch System-Call zugreifbar. Die sind für Ring Zero erstmal explizit reserviert. Da muss man diesen Ptrace-System-Call unter Linux ausführen, um die zuzugreifen. Und wir haben halt genug Speicher, wie man hier nochmal sieht. Also wir nehmen genau genommen die Breakpoint-Register, davon haben wir 4 Stück, DA0 bis DA3, das A64-Bit, das haben wir genau 256-Bit, genug für die starke AES-Variante 256. Und zusätzlich benutzen wir die SSE-Register und die General-Purpose-Register, aber nicht, die belegen wir nicht ständig. Die benutzen wir, wie wir gleich sehen werden, in einem atomaren Bereich zu temporären Berechnungen und geben die danach wieder frei. Das heißt, Prozesse können weiterhin alle Register benutzen, außer die Debugging-Register. Die Debugging-Register sind die einzigen Register, die ständig belegt werden. Und um die halt vor dem Userland zu schützen, haben wir einfach im Linux-Kernel diesen Ptrace-System-Call, der als einziger System-Call erlaubt, die Debugging-Register irgendwie zu setzen, so gepatcht, dass er es halt nicht erlaubt. Ja, und jetzt die erste Frage ist, wie kommt eigentlich der Key in die Debugging-Register rein? Und dafür geht der Key ganz kurz einmal durchs RAM. Also beim Booten, sehr früh im Bootprozess, man sieht hier diesen Screenshot. Das ist der Screenshot, der wird dann das Bild, was ihr erleben werdet, wenn ihr mit Tresor bootet. Eine der ersten Aktionen, die der Linux-Kernel macht, ist dann, einen nach dem Passwort zu fragen. Aus dem Passwort wird per SHA-256 ein Key abgeleitet, der dann in die Debugging-Register geschrieben wird. In dem Moment
geht das alles einmal kurz durchs RAM, weil die Tastatureingaben gehen irgendwie ins RAM, dann aus dem Passwort den Key berechnen, das geht irgendwie ins RAM, aber das machen wir danach wieder sauber. Also wir haben SHA-256 selber implementiert, sodass alle Memory-Stellen, die irgendwie benutzt werden, nachher wieder auf jeden Fall ausgenullt werden und so weiter. Also ist für wenige Sekunden am Anfang geht das Ganze durchs RAM, aber ist halt in dem Moment, wo man selber das Passwort eingibt und ist davon auszugehen, dass in dem Moment schnappt einem keiner den Laptop weg und läuft damit weg. Des Weiteren erlauben wir aus Sicherheitsgründen zur Laufzeit den Key dann nicht mehr zu ändern, sondern halt nur einmal beim Starten. Und man wird dieselbe Eingabeaufforderung wird man nach einem Suspend to Run sehen, weil da muss man den Key ja auch neu eingeben, weil beim Suspend to Run wird halt die CPU ausgeschaltet und was wir verhindern ist, dass die Debug-Register in dem Moment wie beim Context-Switch ins RAM gelangen, sondern man muss nach dem Aufwachen muss man den Key halt neu eingeben. Der AES-Algorithmus selber, also jetzt können wir davon ausgehen, okay, wir haben den Key irgendwie in die Debug-Register bekommen. Der Algorithmus selber, da standen wir auch vor einigen Problemen. Wir wollten ja keine Zwischenzustände von AES ins RAM gelangen lassen. Und wir wollten keine anderen Variablen ins RAM gelangen lassen. Und deswegen können wir eigentlich keinen Compiler verwenden, der uns einfach den AES-Algorithmus kompiliert, weil wir wollen weder den Stack benutzen, noch den Heap, noch irgendein anderes Datensegment. Das heißt, wir müssen das Ganze auf jeden Fall in Assembler schreiben und können das nicht einfach in einer normalen C-Sprache schreiben. Ja, und zum Glück, für die neuen Prozessoren gibt es den AES-Instruction-Set. Und der ist gerade bei Core i5 und Core i7 sind die vorhanden. Da können wir einfach mit diesen Befehlen, die hier aufgeführt sind, ist eigentlich schon eine komplette AES-128-Verschlüsselung. Am Anfang lesen wir den Key aus dem Debug-Register in ein SSE-Register rein, führen dann im Wesentlichen hier die Verschlüsselung aus und schreiben dann den verschlüsselten Text zurück. Das Problem, das Ganze führen wir noch atomar aus, deswegen müssen wir auch den Kernel patchen, weil man kann Programme im Userland nicht atomar ausführen. Das würde ja dazu führen, dass jedes beliebige Programm alle anderen Programme lahmlegen könnte. Deswegen führen wir das Ganze im Userland, im Kernel Space aus. So, das Problem hierbei ist noch, dass wir in den Debugging-Registern nicht genug Speicher haben, um den ganzen Key-Schedule zu speichern. Also AES basiert nicht nur auf einem Key, AES hat pro Runde einen anderen Key. Und normalerweise wird aus Effizienzgründen dieser Key-Schedule einmal für einen neuen Key berechnet. Das macht TrueCrypt so, das macht BitLocker so, das machen alle so. Also pro Key berechne ich einmal mein Key-Schedule, die Runden-Keys, und kann die dann effizient jedes Mal aus dem RAM abfragen und einsetzen. Problem ist, wir haben hier keinen Platz dafür. Wir haben nur die Debugging-Register, um den Key zu speichern, und in denen ist schlichtweg kein Platz für weitere Keys, vor allen Dingen halt nicht für 10 bis 14 Runden-Keys. Und deswegen haben wir den sogenannten On-the-Fly-Key-Schedule eingeführt. Das heißt, wir müssen die Rundenschlüssel immer wieder neu berechnen. Für jeden Input-Block, den wir bekommen, also wir verschlüsseln ja Atom auf einer atomaren Basis von einem Block, 128 Bit, und jedes Mal, wenn ein neuer Block verschlüsselt wird, müssen wir den Runden-Key, der gerade gebraucht wird, neu berechnen. Das wäre zu erwarten, dass das sehr ineffizient ist. Müsste im Endeffekt eigentlich auch sehr viel langsamer sein, aber wir haben dann Performance-Messungen gemacht und erstaunlicherweise ist es auf Augenhöhe doch noch mit normalem AES. Also wir haben hier einmal Festplatten ohne Festplattenverschlüsselung und dann haben wir mit DD große Dateien, halbes Gigabyte oder mehr, von einem Ort an den anderen kopiert, also auf die verschlüsselte Festplatte. Das sind jetzt sehr geringe Zahlen, die kommen, wer sich ein bisschen mit Festplatten auskennt, dann denken wir, die haben doch eigentlich größeren Durchsatz. Das kommt mit dem Sync-Option von Mount auch noch zustande, weil dann wird halt nichts im RAM im RAM zwischengespeichert, es wird immer direkt auf Festplatte geschrieben, um halt zu verhindern, dass wir unrealistische oder nicht valide Testergebnisse haben, schreiben wir halt direkt auf die Festplatte immer. Ja, und wie man sieht, sind die Ergebnisse doch auf Augenhöhe mit dem normalen AES. Und zusätzlich, das Tresor läuft mit diesem S, nicht, mit der Beschleunigung. Das Generic AES, nee, das läuft dann ohne die AES-Beschleunigung.
Ja, wir haben es auch mit der schon ja, also der Vergleich sollte so sein, dass früher gab es ja auch dieses Essen nicht und die Leute konnten damit leben. Also ich will nur die Praxistauglichkeit zeigen. Also man kann gut damit leben, man kann damit auf Festplatte schreiben, ohne dass man quasi eine Verzögerung merkt, die sehr viel schlimmer wäre, als vorher noch war. Also die Praxistauglichkeit ist halt gegeben, was ich jetzt zeigen wollte. Normalerweise sollte Tresor langsamer sein als normales AES Instruction Set wegen den On-the-Fly-Key-Schedule, das ist richtig. Aber Sicherheit geht halt immer zulasten von Performance und so ist es auch hier. Wir suchen nach Wegen, noch mehr Speicher irgendwo herzubekommen, um den ganzen Key-Schedule abzulegen, aber im Moment ist halt nicht möglich. Also im Endeffekt, es ist praxistauglich, ich benutze es auch auf meinem Laptop, aber Performance im Endeffekt, vor allen Dingen wenn man in REM-Disk geht, sollte sie geringer sein. Also wenn man auf Festplatte geht, wird halt noch sehr viel davon geschluckt, dass das Festplattenschreiben an sich schon langsam ist. Wenn man jetzt in der REM-Disk verschlüsselt, ähnliche Tests durchführt, dann merkt man auch einen sehr viel schlimmeren Performance-Drawback. Also wenn man jetzt aus Zahlen von beschleunigten AES zu machen, weil du das Äpfel mit Äpfel vergleichen. Ja, das ist auch schon das beschleunigte AES. Aber ich traue den Ergebnissen selber nicht hundertprozentig, weil wir haben das mit einer RAM-Disk nochmal gemacht und da waren sehr viel Daten- und Performance-Verlust gesehen. Hier sieht man einfach keinen. Ich gehe davon aus, es liegt daran an diesen Sync-Optionen, also diese Mount-Optionen und dass direkt auf Festplatte geschrieben wird und das Festplattenschreiben an sich so langsam ist. Aber das eigentlich, wir haben Testergebnisse gemacht mit dem anderen Instruction-Set. Komischerweise konnten wir da keinen Performance-Drawback sehen und das wollte ich jetzt nicht so rausposaunen von wegen, wir sind schneller als das Normale, weil ich das nicht glaube, aber ich konnte es halt auch nicht widerlegen. Ja, und des Weiteren haben wir noch die Reaktivität im Multitasking-Betrieb getestet, also wie schnell andere Prozesse nach wie vor reagieren können. Die Sache ist nämlich die, dass wir große atomare Bereiche einführen, immer in dem ganzen Block encrypted wird, weil in diesem atomaren Bereich findet halt kein Scheduling statt, das heißt, es kann kein Context-Switch die Register ins RAM schreiben. Deswegen ist die Frage, wie reagiert denn der Multitasking-Betrieb darauf? Und ja, dazu gibt es ein Tool Interbench. Wir haben im Hintergrund eine halt schwere Verschlüsselung stattfinden lassen, große Dateien wieder hin und her geschoben auf diese Festplattenverschlüsselungspartition Tresor und Interbench gleichzeitig laufen lassen. Und Interbench ist so ein Tool, das testet einfach, nachdem ich CPU-Anfrage, wie lange dauert das, bis ich die wirklich bekomme? Und also eigentlich basiert das so auf einem die Idee von einem Videoplayer, also wie viel Frames per Second kann ich wirklich darstellen und so. Und ja, auch hier sehen wir wieder, dass im Vergleich zum normalen AES ja, ist der die Relation so, dass man damit entweder leben kann oder eigentlich ist es wieder auf Augenhöhe. Ich denke mal hier die 79 gegenüber den 64 Millisekunden als Maximum ist eher so ein Ausreißer, weil das Average ist sogar leicht darunter. Also im Prinzip, nachdem die CPU angefordert wird, ist sie auch direkt da wie im normalen Betrieb. Und das haben wir nochmal belegt dadurch, dass wir gemessen haben, wie lange braucht denn wirklich ein Block zum Verschlüsseln. Und der braucht halt nur 500 Nanosekunden etwa. Und die Scheduling Slices von Linux, die liegen halt zwischen 50 Millisekunden und 200 Millisekunden. Also die Blockverschlüsselung ist weit unter so einem Scheduling Slice und deswegen sollte auch halt keine Auswirkungen haben. Ja, und jetzt habe ich noch 5 Minuten hoffentlich. Ich habe wie versprochen noch Neuerungen hatten wir uns überlegt und die sind wir schon relativ weit mit der Implementierung jetzt. Und zwar geht es darum, dass Tresor im Moment noch einige Einschränkungen hat. Und zwar bei lokalen Privilege Escalations, also wenn irgendwer Root-Rechte bekommt, kann er den Key auslesen. Entweder lädt er sich ein Kernel-Modul, das die Debugging-Register ausliest, das darf er dann, dann ist er also im Kernel-Space drin, oder er schreibt nach defkmem, das ist eine andere Option, wie man auch in den Kernel-Speicher schreiben kann. Die zweite Problematik ist, dass Festplatten-Vollverschlüsselung zumindest dahingehend etwas schwierig ist, dass der Kernel, der gepatcht wurde, das heißt zumindest der Kernel muss in irgendeinem Zeitpunkt mal im Klartext vorliegen, und das ist dieses Bootstrapping-Problem. Und zusätzlich noch, wir haben keine Windows-Unterstützung. Also offensichtlich, wir müssen in Kernel-Space gehen und das ist halt nur mit Open-Source-Betriebssystem möglich. Man könnte auch ein BSD nehmen oder so, aber halt Windows, wenn nur sehr schwer, wenn man das nicht gerade binary patchen will. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wir gehen einfach eine Ebene tiefer, wir gehen in den Hypervisor und hooken da die Festplattenzugriffe. Und dann haben wir nämlich alle die drei Einschränkungen schon mal weg, nämlich einmal
liegt dann das Debugging-Register in der Macht des Hypervisors. Das heißt, wenn das Betriebssystem auf Debugging-Register zugreifen will, verhindern wir das schon und damit kann auch Root auch nach einer Privilege Escalation die Debugging-Register nicht auslesen. Zweiter Vorteil ist, wir unterstützen im Prinzip relativ schnell Festplattenvollverschlüsselung, weil nur der Hypervisor muss unverschlüsselt vorliegen. Der Kernel kann weiterhin verschlüsselt vorliegen von Linux und die ganze Systempartition und alles. Und zu guter Letzt können wir halt prinzipiell jedes OS, jedes Betriebssystem damit booten, also ein Windows oder sogar irgendwie was, ein DOS oder ein Minix oder irgendwas, was halt normalerweise keine Festplattenverschlüsselung unterstützen würde. Das Ganze habe ich nochmal hier grafisch aufbereitet, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also der Hypervisor ist so ein Thin-Hypervisor, das heißt, er unterstützt nur einen einzigen Gast. Und dieser eine Gast ist halt das Betriebssystem, von dem die Festplattenzugriffe gehoopt werden und alle anderen Hardwarezugriffe werden auch direkt durchgereicht. Dadurch bleibt halt der Gast effizient, nur die Festplattenzugriffe werden abgefangen. Und damit ist eigentlich jedes Betriebssystem zu unterstützen und das haben wir auch implementiert. Oder sind ziemlich weit damit, sagen wir es mal so. Also das Ganze ist jetzt, da programmiere nicht nur noch ich dran, beziehungsweise das programmiert hauptsächlich der Benjamin Taubmann, der ist auch bei uns an der Uni Erlangen. Wir haben einfach den Tresor-Code übernommen und den jetzt zusätzlich halt für die Hardware-Virtualisierung von Intel erstmal, VTX und VTD, genommen. Und ja, im Moment haben wir es halt so weit, dass Linux wurde erfolgreich gebootet mit einer zugrunde liegenden Tresor-Verschlüsselung, aber auch Windows schon. Probleme sind im Moment. Danke. Ja. Probleme, die jetzt noch zu beheben sind, ist zum Beispiel Suspend to Run, da wacht im Moment noch nicht wieder auf. Oder bei Windows gibt es Treiber, zum Beispiel ATI, Grafikkartentreiber, die wollen aus irgendeinem Grund selber Debugging-Register schreiben. Da weiß man auch nicht warum, aber kann man einerseits sagen, okay, dann habe ich keine ATI-Treiber, aber da gucken wir auch, vielleicht finden wir doch noch einen anderen Platz. Es gibt auch MSR-Register, Machine-Specific Registers, die werden noch seltener benutzt als die Debugging-Register, vielleicht können wir da was ablegen. Ja, und im Moment benutzerfreundliche Installationen, da sind wir auch noch weit von entfernt, zum Beispiel muss man im Moment halt erstmal den Hypervisor aufsetzen, Windows auf eine andere Platte und dann mit DD darüber kopieren und schließlich das Windows da drin booten. Also es sind noch ein paar kleine Ecken und Baustellen. Aber im Prinzip, das wird irgendwann im Frühjahr hoffentlich veröffentlicht, dann auch unter einer GPL, genau wie Tresor selber, was hier zu sehen ist. Danke. Okay, Fragen aus dem Publikum. Vielleicht fangen wir hinten diesmal an, sonst immer vorne. Meldet euch bitte. Da haben wir an. Ja. Habt ihr euch überlegt, mal den Key Scheduling zu blinden mit irgendwelchen Zufallszahlen? Dann könntet ihr einfach nur diese Zufallszahlen in dem Debug-Register ablegen und das. Ja, aber für die Zufallszahlen hättest du dann auch höchstens 256 Bit in den Debug-Register, ne? Ja klar, man muss ein bisschen rumtricksen, aber man könnte vielleicht einige Sachen. Ja, also im Moment, die Debug-Register sind ja auch mit dem Key, also im Moment hatten wir einfach gar nichts frei, selbst für Zufallszahlen nicht. Na, aber die Idee ist gut, die hat schon gar nicht, werde ich mir auf jeden Fall merken. Man könnte das jetzt zusammen in Zusammenarbeit mit diesen MSAs, die ich gerade eben angesprochen habe, da vielleicht schon gucken, dass man da was ablegt und dann da solche Zufallszahlen ablegen, ja. Das ist gut, danke. Okay, dann haben wir noch eine Frage von hier vorne. Ja, hallo. Und zwar mich interessiert, wie das aussieht mit VRC7. Der VRC7 hat eine Hardware-AES-Einheit. Und habt ihr dort mal Versuche gemacht? Beispielsweise, der hat ja auch ein entsprechendes Register, wo man dann den Key abladen kann. Nee, also wir haben im Moment uns komplett auf die x86-Struktur beschränkt. Im Moment geht es sogar so weit, dass wir x86, ja. Das ist ein x86, so. VRC7. Okay, was hat der genau? Der hat der nennt sich Padlock oder sowas, nennen die das Marketingname. Mhm. Das ist eine 256 AES-Einheit mit und der hat noch einen Hardware-Random-Generator drauf. Okay. Und da gibt es zum Beispiel mit Loop AES gibt es extra ein Patch, was das Ding zum Beispiel benutzt. Nee, also wir wollten halt Standard-Hardware sozusagen, also das, was jeder irgendwie hat. Das sollte eine reine Softwarelösung sein, damit haben wir uns nicht beschäftigt. Könnten wir da noch tun, ja. Okay, weitere. Du hast noch eine? Ja, genau. Habt ihr irgendwas auf Git oder sowas? Wäre mal interessant, euch einen Zwischenstand anzuschauen und zu gucken, ob man da vielleicht diesen Via-Kram unterbringt. Mit dem Trevisor-Zeug? Ja, genau, dass man das vielleicht irgendwie anarbeitet. Also wir wollten es halt erstmal so weit fertig kriegen, dass es irgendwie. Ja, das ist schlecht, release often. Schmeißt es einfach auf Git und wenn es scheiße ist, ist egal, man kann es angucken.
Ja. Weitere Fragen? Bitte melden für Fragen. Aus dem Internet haben wir keine, habe ich gerade gehört. Jo, Moment, Mikro kommt. Gibt es schon Statistiken zur Performance von dem Hypervisor? Bitte nochmal? Gibt es schon Statistiken zur Performance von dem Hypervisor? Ja, die waren ähnlich, also von dem, aber ja, das haben wir noch nicht sonderlich gut gemacht, da haben wir nun mal auch wieder DD drüber laufen lassen. Soweit ich im Kopf habe, war es ein bisschen langsamer, aber da kann ich jetzt gerade nichts genau zu sagen, muss ich nochmal angucken. Okay, noch weitere Fragen? Ach, da vorne, okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr als Problemausgangslage, dass der Schlüssel ja im Klartext irgendwo zu lesen ist. Genau, der ist im Klartext im Rahmen. Ja. Das könnte man doch mit steganografischen Methoden einfach hinkriegen, dass man den nicht mehr lesen kann. Oder man macht Chaffing and Winnowing, also man streut ähnlich aussehende Daten im RAM, dass dem Angreifer quasi nichts mehr übrig bleibt, als alle durchzuführen. Aber ich meine, du kannst ihn vielleicht im RAM irgendwie mit Obfuscation oder Steganographie oder so verstecken, aber irgendwie ist er dann halt doch da und sobald du veröffentlicht, was du da gemacht hast, ist auch relativ einfach, den dann wieder zurückzubilden. Also wir wollten halt wirklich, kann halt sagen, wir machen so, es geht gar nichts ins RAM, da sind wir am sichersten. Wir haben es auch ausprobiert, ob Register selber gegen Coldboot-Attacken anfällig sind. Sind sie nicht. Also wenn einfach neu startet, sind die natürlich geresettet und haben uns mal Gedanken gemacht, wie könnte man eigentlich so Register auslesen. Wenn man da irgendwie mit dem Lötkolben an die CPU geht, das ist eher ganz schwierig, was man eventuell irgendwie machen könnte, aber wir sind auch kein Elektrotechniker, wäre vielleicht auf dem Bus Code injecten, also auf dem Code, der eigentlich aus dem RAM kommt, zur CPU irgendwie auf dem Bus bösen Code injecten, der halt dann doch die Debug-Register wieder ausliest. Na, also da... im Moment haben wir keinen Rechner mit JTAG-Interface genommen, aber... Das ist dann wieder mal der Weg, um solche Register auszuprobieren. Gut, dann haben wir noch eine Frage hier hinten aus dem Raum. Entschuldigung. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, einfach eine komplette Core von der CPU dafür bereitzustellen, durch den Hypervisor dann zu speisen? Achso, also bei mehreren Cores haben wir es im Moment so gemacht, weil es einfach auch von der Implementierung am einfachsten war, der Key wird in die Debug-Register jedes Cores geschrieben. Das heißt, wir müssen uns nachher nicht mehr darum kümmern, passiert die Verschlüsselung jetzt auf Core 1 oder Core 2, da müssen wir nichts migrieren. Wir haben einfach auf jedem Core die Debug-Register vollgeschrieben. Aber wie du sagst, wäre eine Option, einfach einen ganzen Core dafür zu nehmen und die anderen drei Cores dem Rest zur Verfügung zu stellen. Wäre eine Möglichkeit, von der Implementierung, vom Linux-Kernel-Patch war es so am einfachsten, wie es jetzt im Moment war. Was dann im Endeffekt performanter ist, muss man gucken, weil eigentlich, denke ich mal, liegt der eine CPU, der eine Core dann auch relativ lange brach, wahrscheinlich. Na gut, es löst halt die Speicherprobleme. Bitte? Es löst die Speicherprobleme, die ihr dann habt. Also die Speicherplatzprobleme. Weil du alle Register nutzen kannst, ne? Genau, und gleichzeitig löst es die Probleme, dass andere... Das ist erstmal eine gute Idee. ...Prozesse, die Stadtregister... Ja, das merke ich mir, ja. Stimmt, da können wir den ganzen Key-Schedule speichern. Ja. Okay, soweit erstmal. Jetzt haben wir eine Pause. Wir sagen ganz herzlichen Dank an Thilo für diesen spannenden Talk.